Social Media macht uns super krank. Uns alle. Auch mich. Auch dich. Das Gefühl bekomme ich zumindest, wenn ich mich so durchs Internet durchklicke. Also einmal kurz die harten Fakten. 160 Minuten. Das ist die Zeit, die wir am Tag durchschnittlich damit verbringen, uns im Internet irgendwelche Videos oder Streams reinzuziehen. 2 Stunden und 40 Minuten, in denen wir uns anschauen, wie andere Leute Games zocken, ihren Van ausbauen oder irgendwelche Dance-Moves raushauen. Das ist fast 1/6 der gesamten Zeit, die wir wach sind. Und diese Zahl wächst und wächst. Und wisst ihr, was noch wächst? Die Anzahl der klinischen Diagnosen für Depressionen und andere psychische Störungen. Also die Vermutung liegt irgendwie nahe, dass sich Social Media jetzt nicht unbedingt positiv auf unsere Psyche auswirkt. Aber ich bin Wissenschaftler. Ich nehme eine neutrale Sicht ein und schaue mir die Dinge mal von allen Seiten an. Also, wie schlimm ist es wirklich? Wir klären mal konkret 4 Fragen. Macht uns Social Media dümmer, dicker, einsamer und depressiver? Auf geht's! Macht Social Media depressiver? Einfache Frage, aber schwierige Antwort. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Anzahl der klinischen Diagnosen für Depressionen steigen, was aber nicht heißt, dass die Anzahl von Depressionen steigt, sondern es bedeutet erstmal nur, dass mehr Menschen diagnostiziert werden. Okay, wie hängt Depression jetzt mit Social Media zusammen? Einige Studien finden einen Zusammenhang zwischen Depression und dem Social-Media-Konsum. Wichtig hier bei den Studien ist, Depressionen wird mit Hilfe unterschiedlicher Skalen gemessen. Es handelt sich also nicht zwingend um eine klinische Diagnose. Außerdem ist der Zusammenhang eher klein und es kommt auch darauf an, wie wir Social Media nutzen. Was aber bei solchen Zusammenhängen Henne und was Ei ist, ist schwer zu sagen. Es gibt zwar Studien, die kausale Zusammenhänge finden, doch da spielen auch immer noch andere Faktoren eine Rolle, wie Schlaflosigkeit, Wahrnehmung sozialer Unterstützung oder Grübeln. Also Social Media scheint jetzt nicht so dramatisch für unsere Psyche zu sein, wie oft berichtet wird. Aber warum ist denn das so? Warum sollte Social Media uns überhaupt depressiver machen? Also es gibt dazu ein paar Hypothesen. Ein Grund ist, dass wir uns Content raussuchen, der zu unserer derzeitigen Stimmung passt. Also wenn wir sowieso schon traurig sind, dann geben wir uns auch mehr Downer-Inhalte und das kann eine emotionale Abwärtsspirale verstärken. Ein anderer Grund ist, wir sehen die wunderschönen Bilder von den perfekten Leben anderer Leute und vergleichen das mit unserem eigenen Leben. Nennt sich Aufwärtsvergleiche. So, das kann unser Selbstwertgefühl runterziehen und das wiederum ist mit Depressionen korreliert. Behaltet es mal im Hinterkopf, das brauchen wir später noch. So, und was tun wir auch nicht, wenn wir gerade am Handy sind? Uns bewegen, genug und ausreichend schlafen tun wir auch nicht und so eine Reizüberflutung kann bei manchen zu Stress führen. Und das ist alles nicht so gut für unsere Psyche. Und übrigens, hier geht es nicht nur um Depression, sondern auch um andere psychische Störungen. Okay, also das war jetzt das ganze Schlechte, aber es gibt auch gute Seiten. Social Media bietet zumindest auch die Möglichkeit, euch über psychische Störungen zu informieren. Auch wenn jetzt nicht alle Social Media Inhalte super sinnvoll sind, aber es gibt gute Inhalte. Und Social Media bietet eine Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen und über die eigenen Probleme auszutauschen. Und gerade für Menschen, die sich vom Gesundheitssystem alleingelassen fühlen oder sich wegen ihrer Probleme nicht in eine Therapie trauen, ist das super. Deshalb sind die Infos und die Vernetzung auf zum Beispiel Insta für viele Betroffene super wichtig. Damit haben wir uns in unserem letzten Video rund um ADHS und Social Media mal ausführlich beschäftigt. Das Video haben wir euch hier in der Infocard verlinkt. Es gibt auch Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen Wellbeing und Social Media finden. Dieser wurde von einer Meta-Analyse bestätigt, von der anderen nicht und eine andere findet sogar einen negativen Zusammenhang. Also mit Blick auf unsere psychische Gesundheit würde ich insgesamt sagen, ja, Social Media kann einen negativen Einfluss auf unsere Psyche haben, aber kann auch für Betroffene durchaus was Positives sein. Also macht es uns jetzt wirklich depressiv? Keine Ahnung. Dazu brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Forschung. Aber schauen wir mal weiter. Macht Social Media dicker? Kurz, da hat die Wissenschaft keine super deutliche Antwort. Es gibt auch echt wenig Studien dazu. Aber vielleicht ist es sowieso interessanter, sich anzuschauen, ob Social Media dafür sorgt, dass wir uns dicker fühlen. Wir sind ja ein Psychologieformat. Ich bin mal ganz ehrlich mit mir. Ich selbst nutze auch Filter und lade normalerweise nur die Bilder von mir hoch, die ich irgendwie mag. Das heißt, wir haben auf Social Media super viele verzerrte Bilder. So, ihr erinnert euch an die Aufwärtsvergleiche. Bei Social Media haben wir diese Aufwärtsvergleiche mit eben diesen verzerrten Bildern der Realität, weil Insta und Co. eben oft nicht die Wirklichkeit abbilden. Und diese Verzerrung auf Social Media kann dafür sorgen, dass wir unzufriedener mit dem eigenen Körper sind.
Eine Studie zeigt, dass gerade junge Frauen ihre Bilder stark bearbeiten, wenn sie sich selbst unattraktiv und zu dick fühlen. Und die Unzufriedenheit kann sogar so weit gehen, dass sich daraus eine sogenannte körperdysmorphe Störung entwickelt. Wenn wir dazu nochmal ein ganzes Video machen sollen, schreibt uns in die Kommentare. Aber es gibt auch wissenschaftlich was Positives. Uns ist bei der Recherche in letzter Zeit auch ein gegenteiliger Trend aufgefallen. Da geht es darum, ein authentisches Körperbild zu zeigen, also wie es wirklich ist. Und Body Positivity kann laut diesem Review und dieser Meta-Analyse einen positiven Einfluss auf unser Körperbild haben, beziehungsweise einen weniger negativen, weil zwischendurch Plus-Size- oder Average-Bilder eben schon ganz gut tun. Also nochmal zusammenfassend, ob es uns dicker macht, kann ich nicht beantworten, aber es kann dafür sorgen, dass wir uns unzufriedener im eigenen Körper fühlen. Macht Social Media dümmer? Naja, zumindest wenn man den vielen Artikeln und Videos darüber glaubt. Und wisst ihr was? So einfach ist es nicht. Okay, Social Media macht was mit uns. Kennen wir alle. Also ich zumindest merke, dass ich unaufmerksamer bin, wenn ich mir länger als eine halbe Stunde TikToks oder Reels oder Shorts reinziehe. Aber warum ist das eigentlich so? Über die genauen Hirnprozesse gibt es leider echt wenig Studien. Wenn ihr welche dazu habt, dann schreibt mir die mal unbedingt in die Kommentare. Da wäre ich gespannt. Aber wir schauen mal, was es dazu gibt. Eine Studie zeigt, dass wir weniger kognitive Kapazitäten haben, wenn unser Smartphone auch nur neben uns liegt. Und es gibt Studien, die einen negativen Zusammenhang zwischen der Social-Media-Nutzung und akademischer Leistung finden. Aber auch hier sind die Ergebnisse nicht so ganz eindeutig. Aber ich will mir die Sachen ja aus unterschiedlichen Seiten anschauen. Was Social Media halt schon kann, ist aufklären, Wissen vermitteln, Stichwort Psychoedukation, und das auf eine coole Art. Ja, ich weiß, der meiste Social-Media-Content ist jetzt nicht unbedingt Wissens-Content, aber es gibt ihn. Also abonniert doch einfach mal uns. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Einige Studien zeigen Zusammenhänge mit der kognitiven Kapazität und manche mit der akademischen Leistung. Social Media kann Wissen vermitteln, aber das ist alles nicht Intelligenz. Intelligenz ist in der Psychologie sowieso nicht so ganz klares Konstrukt, aber ich glaube, das Fass lassen wir mal lieber für dieses Video geschlossen. Insgesamt gibt es wenig Hinweise darauf, dass Social Media unsere Hirnleistung krass verschlechtert. Eine Meta-Analyse zeigt, dass Social Media zumindest keinen negativen Einfluss auf die schulischen Leistungen hat. Das ist doch auch schon mal was Positives. Long story short, dass Social Media uns dümmer macht, können wir nicht sagen. Dazu fehlen einfach noch die Studien. Aber weiter geht's. Macht Social Media einsamer? Kommt drauf an, aber schon eigentlich, naja, kommt drauf an. Dieses Paper hier vermutet, dass es nicht so ist. Die Zeit, die wir auf Social Media rumhängen, würden wir sonst auch nicht mit unseren Real-Life-Kontakten verbringen, sondern mit anderen medialen Aktivitäten, also zum Beispiel Fernsehen oder Computer. Auch andere Studien zeigen, dass wir uns trotz Social Media immer noch mit unseren Freundinnen treffen und dass wir den persönlichen Kontakt vorziehen, wenn es darum geht, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Social Media Plattformen bieten eine einfache Möglichkeit, sich mit anderen zu connecten und Freunde zu finden. Gerade für Personen, die es im echten Leben eher schwer haben, Leute kennenzulernen. Ich meine, das ist doch mal endlich was richtig Positives an Social Media. Ich meine, klar, es heißt ja auch Social Media und nicht Unsocial Media. Wobei andererseits zu viel soziale Medien hängt mit sozialer Isolation zusammen. Das heißt, ich verbringe eher weniger Zeit mit anderen Personen. Aber man sollte bei solchen Studien vorsichtig sein, weil sie nichts darüber aussagen, ob Social Media die Ursache oder nur die Folge von sozialer Isolation ist. Also einfach gesagt, ob ich mehr auf Social Media bin, weil ich ein sozial zurückgezogener Mensch bin oder weil ich mich durch Social Media eher zurückziehe, ist eine ganz andere Frage. Deswegen würde ich hier eher sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet gerne mehr Zeit mit euren Freundinnen und Freunden verbringen, dann sprecht einfach drüber. Vielleicht ist es ja nicht nur euer eigener Wunsch. Okay, ist vielleicht doch nicht alles so schlimm wie anfangs gedacht. Aber was ist denn eure Meinung dazu? Ihr seid jetzt dran, lasst uns mal in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Ist Social Media jetzt gut oder eher schlecht für uns? Viele Fragen konnten wir jetzt in dem Video leider nicht so ganz konkret beantworten, aber eins ist klar und das habe ich im Intro schon gesagt. 160 Minuten. Das ist fast ein Sechstel der gesamten Zeit, die wir wach sind. Es nimmt echt viel Zeit in Anspruch. Also, mal ein bisschen weniger TikTok, Instagram, Snapchat, behaltet mal YouTube und abonniert unseren Kanal für guten Wissenscontent und geht raus, trefft euch mit Leuten, macht schöne Dinge. Ach, und hier findet ihr noch zwei Videos. Einmal unser letztes Video für mehr psychologischen Content und eins von den Kolleginnen und Kollegen von Funk. Schaut doch da gerne mal vorbei und bis nächste Woche.